event will be held in English and German with a simultaneous interpretation. And in order to listen to the English interpretation, please do the following. Go with your mouse to the taskbar and click on the symbol of the globe. And now you can choose either German or English or original sound. And if you choose original sound, you will listen to the speakers and the facilitation in the language they speak in. And just for your information, this webinar will be recorded as well. Jetzt mache ich auf Deutsch weiter. Noch einmal herzlich willkommen zu unserer Online-Vorstellung der Encoder-Studie Goldkugel oder Krisenverstärker, neue Abhängigkeiten von synthetischen Düngemitteln und ihre Folgen für den afrikanischen Kontinent, verfasst von Dr. Gideon Tubbs. Ein Hinweis für die englischsprachigen Teilnehmenden heute, es wird auch eine englische Fassung der Studie geben, welche bis Ende August erscheint. Wir sehen aktuell mehr als deutlich, wie sich die verschiedenen Krisen, darunter die Klimakrise, Corona, Kriege und die Welternährungskrise, gegenseitig verstärken. Gerade gestern hat die FAO die Zahl der hungernden Menschen für 2021 veröffentlicht. Sie ist erneut gestiegen auf inzwischen 828 Millionen. Hier sind die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine natürlich noch unberücksichtigt. Das heißt, die Zahl der Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, könnte in diesem Jahr noch einmal dramatisch steigen. Dabei spielen synthetische Düngemittel eine zentrale Rolle, wie auch unsere Studie zeigt. Das betrifft vor allem die Nahrungsmittelpreiskrise. Und gleichzeitig macht aktuell die Düngemittelindustrie enorme Gewinne. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent haben Düngemittelhersteller aus dem globalen Norden ihre Absätze in den letzten 15, 20 Jahren extrem gesteigert. Und sie betonen immer wieder, dass es unbedingt synthetische Düngemittel zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung brauche, um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Neben der Rolle von synthetischen Düngemitteln in der aktuellen Preis- und Welternährungskrise werden wir heute außerdem mehr erfahren zur Entwicklung des Düngemitteleinsatzes auf dem afrikanischen Kontinent und zu den Folgen vor allem für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Gleichzeitig werden wir auch konkrete Vorschläge hören, wie die Politik jetzt konkret ansetzen sollte und was die Alternativen zum extensiven Einsatz von Mineraldüngern sind. Ich werde nun noch einmal kurz den Ablauf dieser Veranstaltung vorstellen. Zunächst wird Dr. Gideon Tubbs die zentralen Ergebnisse unserer Studie vorstellen. Gideon Tubbs hat in der Wirtschaftsgeografie zu landwirtschaftlichen Wachstumskorridoren und globalen Lieferketten in Afrika promoviert. Seine Forschung umfasst die Beobachtung von Düngemittelmärkten und die Analyse neuer Lieferkettenstrategien der globalen Düngemittelindustrie. Und im Anschluss wird meine Kollegin Lena Bassermann, die ebenfalls Referentin ist für Welternährung und globale Landwirtschaft bei Encota, sie wird unsere Forderungen an die Politik zur Erreichung krisenfester Ernährungssysteme vorstellen. Lena hat sich in den letzten Jahren unter anderem intensiv mit der Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, aber auch mit dem Konzept der Agrarökologie als Alternative umfassend beschäftigt. Danach dürfen wir Audrey Darko aus Ghana mit einem Input begrüßen. Ich hoffe, sie ist jetzt auch hier dabei. Und Audrey ist Gründerin des Unternehmens Sabonsaki, das organische Düngemittel herstellt und sich gemeinsam mit BäuerInnen für eine klimaresiliente Landwirtschaft einsetzt. Im zweiten Teil dieser Veranstaltung sammeln wir dann Ihre Fragen. Die dürfen Sie gern jederzeit über das F&A-Tool Fragen- und Antwort-Tool notieren, schriftlich, und wir werden diese dann an die jeweiligen Panelistinnen richten. Genau, insofern gebe ich jetzt als erstes über zu Gideon Tubbs. Vielen, vielen Dank. Ich teile meine Folien. Kann man es gut sehen? Wunderbar. Ja, vielen Dank, Lena, für die Einleitung. An dem Punkt auch vor allem vielen Dank an das gesamte Encoder-Team für die super Kooperation in den letzten Monaten. Ja, und vielen Dank natürlich ans interessierte Publikum heute. Ich freue mich total, unsere Studie hier als Erstautor jetzt vorzustellen. Und ich
werde mich im Endeffekt auch ganz eng an der Struktur der Studie selbst orientieren. In der Studie haben wir insgesamt 5 Kapitel und die geben letztlich auch so ein bisschen das Studienziel wieder. Nämlich, wir fangen an in der Studie mit einer generellen Beschreibung der Nachhaltigkeits- und Abhängigkeitsproblematik, die mit der Nutzung synthetischer Düngemittel verbunden ist. Und dann folgen wir mit 2 eher analytischen Kapiteln, die zum einen die Dynamiken oder jüngere Dynamiken der globalen Düngemittelindustrie erläutern und dann neue Vermarktungspraktiken in Afrika besprechen. In dem 4. Kapitel, und das war im Endeffekt auch ein Ergebnis, was sich dann erst so während der Erarbeitung der Studie tatsächlich ergeben hat, nehmen wir dann einen aktuellen Blick auf die globale Preiskrise für Düngemittel und die Implikationen für afrikanische Bauern und Bäuerinnen. In dem letzten Kapitel, und das wird in dem hier heute nicht von mir, sondern von Lena dann eben vorgestellt, gehen wir auf politische Empfehlungen und Forderungen ein. Starten wir mit der Zentralität von Düngemitteln in oder für globale Ernährungskrisen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Stickstoffdünger vor allen Dingen seit Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend das globale Ernährungssystem wortwörtlich befeuern. Sie sehen hier an einer Studie, die nicht in der Studie selbst vorgestellt, aber zitiert ist, an dieser Grafik, dass heute, und das sind einfach harte Zahlen letztlich, die Hälfte aller landwirtschaftlichen Erträge direkt von Stickstoffdüngern abhängig sind. Das betrifft alle Lebensmittel, die wir essen, aber auch die, die wir verschwenden oder nicht nutzen, die wir in Biosprit verbrennen, die wir an Tiere verfüttern und so weiter und so fort. Stickstoffdünger ermöglichen uns also ein extrem ineffizientes letztlich Lebensmittelsystem weltweit zu erhalten. Die steigende Nutzung synthetischer Dünger geht jedoch mit erheblichen Umweltbelastungen einher. Und das ist eine große Kritik an der Nutzung von Düngemitteln. Erstens fällt ein extrem hoher Energiebedarf bei der Produktion und bei dem Transport von Düngemitteln an. Also vor allem Stickstoffdünger benötigen letztlich Brennstoffe wie Öl, Erdgas oder teilweise auch noch Kohle, um sie überhaupt zu produzieren über das Haber-Bosch-Verfahren, ein extrem energieintensives Produktionsverfahren. Bei der Anwendung in der Landwirtschaft fördern synthetische Düngemittel die Emission von klimaschädlichen Lachgas, ein sehr klimaschädliches oder ein hochklimaschädliches Lachgas. Und generell, und das ist auch hier dargestellt, wieder erstmal einer externen Grafik, die nicht Teil der Studie ist, trägt die Nutzung von Düngemitteln, also Phosphat- und Stickstoffdüngemitteln, wesentlich zum Überschreiten der planetaren Grenzen für Nitrat- und Phosphorkreisläufe bei. Über diese Umweltproblematik hinaus und erstaunlicherweise viel seltener diskutiert, geht die Nutzung von synthetischen Düngemitteln aber auch mit erheblichen sozioökonomischen Abhängigkeiten einher. Hier in unserer Studie dargestellt, sehen Sie einen Abriss der letzten 25 Jahre. Und Sie sehen hier, wie letztlich Preise von Energie, Öl, Gas, Kohle, Stickstoffdüngern und Lebensmitteln extrem eng miteinander gekoppelt sind. Sprich, wenn Energiepreise steigen, steigen meistens auch sehr schnell die Preise für Stickstoffdünger und kurz danach die Preise für Lebensmittel. Studien in der letzten Lebensmittelkrise, die in ähnlicher Weise eigentlich entstanden ist wie die derzeitige Ernährungskrise, so 2007, 2008, gehen nachträglich davon aus, dass eine Verdopplung der Düngemittelpreise zu einem Lebensmittelpreisanstieg von bis zu 44% im weltweiten Mittel geführt hat. Also Düngemittel sind mittlerweile ganz, ganz eng auch mit Lebensmittelpreisen verbunden. Und das beschreibt diese hohe Abhängigkeit, in der sich unser Ernährungssystem zunehmend befindet. Als Zwischenfazit kann man hier also sagen, synthetische Düngemittel sind heute ein Fundament des globalen Ernährungssystems. Nachhaltigkeitsprobleme und wirtschaftliche Abhängigkeiten stellen die Zentralität synthetischer Düngemittel jedoch zunehmend in Frage.
Ein klimafreundliches Ernährungssystem muss auf jeden Fall mit weniger synthetischen Düngemitteln auskommen. Und das ist wirklich eine neuere Dynamik, würde ich behaupten, unter geopolitischen Spannungen entstehen neue sozioökonomische Abhängigkeiten und Risiken, die in der Vergangenheit viel zu wenig diskutiert wurden und jetzt tatsächlich akut sind. Im zweiten Kapitel gehen wir dann auf die globale Industrie für Düngemittel ein und insbesondere auf deren Dynamiken. Auch ein Feld, was relativ unbekannt ist. Viele wissen gar nicht so genau, wie Düngemittel überhaupt produziert und vertrieben werden. Generell kann man sagen, dass in den letzten 20 bis 25 Jahren die globale Düngemittelindustrie in einem schnellen Wandel ist. Es gibt zwei wesentliche Trends. Erstens einen starken Privatisierungstrend. Das heißt, die ehemals eher staatlich oder kooperativ und nicht gewinnorientiert geführten Düngemittelunternehmen werden zunehmend privatisiert, gehen an die Börse und operieren dann infolgedessen unter hohem Profitdruck. Es müssen im Endeffekt gute Aktienkurse erzielt werden. Es müssen Rückzahlungen an Shareholder garantiert werden, es müssen Renditen generiert werden. Zweitens, neben dem Privatisierungstrend lässt sich ein Konsolidierungstrend beobachten und wir stellen den hier rechts in der Grafik angedeutet, in der Studie kann man es sich noch im Detail angucken, genauer dar. Und dieser Konsolidierungstrend bedeutet im Endeffekt ja so ein bisschen eine Wachse- oder Weiche-Logik. Das heißt, die großen Konzerne kaufen immer mehr kleine Unternehmen auf oder fusionieren zu noch größeren Konzernen. Das heißt, wir haben eine Verschärfung globaler und regionaler Oligopole, wenn wir auf die Düngemittelindustrie schauen. Was sind nun die Implikationen dieser zwei wesentlichen Trends, die wir herausarbeiten? Erstens, wenn wir einfach nur auf Düngemittel drauf gucken, kann man hier beobachten, dass eigentlich diese ehemalige strategische Ressource, die eben der Unabhängigkeit, der nationalen oder regionalen Unabhängigkeit lange gedient hat, zunehmend zu einer profitablen Ware geworden ist. Das heißt, Unternehmen verteilen diese Ware marktbasiert und nicht mehr entlang irgendwelcher staatlich gesteckter Ziele beispielsweise. Für den Markt bedeutet das, dass wir eine Angebotsverengung und zunehmende Marktmacht auf Konzernseite haben. Wenige Unternehmen beliefern im Endeffekt immer größere Märkte. Und innerhalb der Industrie bedeutet dies einen sehr hohen Expansionsdruck. Man muss im Endeffekt wachsen und wachsen bedeutet hier vor allem mehr Düngemittel umsetzen, um überhaupt diese erwarteten Gewinne zu erzielen. Wenn wir uns die globale Düngemittelnutzung angucken, steht die Düngemittelindustrie eigentlich schon seit mehreren Jahren vor einer großen Problematik und die ist im Endeffekt, dass auf der einen Seite die physikalischen Grenzen der Düngemittelnutzung in vielen Teilen der Erde absolut erreicht oder sogar eher überschritten sind. Das heißt, mehr Dünger bringt nicht mehr mehr Erträge. Gleichzeitig, in Europa im Moment sehr aktuell, aber beispielsweise auch in China sehr aktuell, gibt es immer strengere Umweltschutzregulationen, die letztlich eine Reduktion der Düngemittelnutzung vorsehen. Das heißt, die eher historisch etablierten Märkte für die Düngemittelindustrie sind heute keine wirklich lukrativen Felder für eine weitere Marktexpansion, die ja so dringend notwendig ist. Afrika nimmt hier eine sehr besondere Position ein, denn hier ist die Nutzung von Düngemitteln wesentlich geringer und innerhalb der Düngemittelindustrie hofft man eben hier vor allem in Zukunft auf diesem ansonsten sehr schwierigen Markt noch einen letzten Expansionsraum überhaupt für sich finden zu können. Das heißt, auch hier wieder ein knappes Zwischenfazit. Die globale Düngemittelindustrie ist in einem schnellen Wandel. Privatisierungen treiben dabei einen hohen Wachstumsdruck. Und dadurch haben wir im Endeffekt weniger Konzerne, die immer größere Märkte dominieren. Und Afrika ist der letzte Zukunftsmarkt für diese Industrie. Im dritten Kapitel gehen wir dann auf diesen Zukunftsmarkt genauer ein,
indem wir versuchen, auch so ein bisschen zu historisieren, was auf diesen Märkten überhaupt passiert ist in Afrika. Und da kommt eigentlich auch so ein bisschen der Titel der Studie her, denn in den letzten Jahren, also so in den frühen 2000ern, fing das eigentlich an, unter zunehmenden Forderungen einer schnellen grünen Revolution in Afrika kam die Idee, dass Düngemittel hier die Goldkugel letztlich sein könnten zunehmend auf und wurde auch sehr, sehr politisch auf die Agenda gesetzt, von Düngemittelunternehmen, aber auch sehr immer wieder nach vorne gebracht, politisch. Und ganz berühmt ist hier eigentlich so das Zitat vom heutigen Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank, damals regionaler Leiter der Rockefeller Foundation, der eben sagte, some have said that fertilizer is not a silver bullet. Also er erkennt hier an, dass Düngemittel sehr umstritten sind, sagt dann aber, they are right, it is not, in my view, it's a golden bullet. Also er krönt hier wirklich Düngemittel als die eierlegende Wollmilchsau für den Kontinent. Dieses Zitat kam zustande bei der African Green Revolution Conference in Oslo im Jahr 2006. Die wurde in Norwegen interessanterweise von einem großen Düngemittelkonzern organisiert. Und diese Konferenz fand in Vorbereitung statt zu dem Africa Fertilizer Summit in Nigeria in Abuja, der letztlich zu einer sehr wichtigen Zielvorgabe geführt hat, nämlich der Abuja Declaration. Die Abuja Declaration sieht vor, dass Mitglieder der Afrikanischen Union eine Erhöhung der Düngemittelnutzung von damals 8 auf 50 Kilogramm Nährstoffe pro landwirtschaftlicher Fläche, pro landwirtschaftlich nutzbarem Hektar erreichen sollten bis 2015. Also ein starker Fokus plötzlich hier auf Düngemittel. Nun ist dieser Fokus und dieser Ansatz landwirtschaftlicher Entwicklung aber gar nicht so neu, wie er vor allem zu der Zeit verkauft wurde. Wir stellen das hier dar an einer Grafik, die die Düngemittelnutzung in Afrika bis zurück nach 1970 historisiert. Und wir sehen eigentlich, dass staatliche Subventionen von Düngemitteln bereits im postkolonialen Afrika unter den jungen, neuen afrikanischen Regierungen getestet wurde und dann dramatisch gescheitert ist. Also wir haben Ende der 1970er wieder eine weltweite Ölkrise, die auch damals zu einer Ernährungskrise geführt hat und in afrikanischen Staaten oftmals auch zu einer Fiskalkrise geführt hat. Infolgedessen brechen dann diese ganzen Programme, Subventionen, aber auch staatlich geführte Unternehmen zur Produktion von Düngemitteln zusammen und die Düngemittelnutzung geht rasant wieder nach unten. Die neuen Subventionsprogramme, wie sie seit spätestens 2010 dann wieder hochgefahren wurden, wurden seitdem vor allem damit umworben, dass sie denselben Fehler nicht machen würden, weil sie vor allem von privat-öffentlichen Partnerschaften begleitet werden würden. Das heißt, man hat hier wirklich ganz massiv darauf gesetzt, dass Partnerschaften zwischen afrikanischen Staaten, Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch der Düngemittelindustrie nachhaltigere Erhöhungen der Düngemittelnutzung produzieren oder unterstützen können. Die Ergebnisse dieser letzten Subventionswelle, die so ungefähr von 2010 bis 2016 ihre Hochphase hatte, sind allerdings äußerst ernüchternd. Hier kann ich vor allem auch auf die exzellente INCOTA-Studie zusammen mit Timothy Weiss hinweisen. Es gibt aber auch noch diverse andere quantitative und qualitative Studien, die das Thema diskutieren. Grundsätzlich sind sich diese Studien einig, dass die Subventionen extrem ineffizient waren und auch nicht sehr effektiv waren. Sprich, es gab, und das sind immer so wesentliche Punkte, die genannt werden, diese Subventionen bedeuteten erstmal extrem hohe Budgetbelastungen von teils über 50% der Agrarhaushalte vieler afrikanischer Staaten. Also sehr, sehr hohe Kosten, die alle nur in die direkte Subvention von Düngemitteln gingen und nicht in andere landwirtschaftliche Themen. Die Ertragssteigerungen bei Kleinbäuerinnen sind
nach den Daten nur klein gewesen oder überhaupt nicht vorhanden gewesen. Also auch das ein Riesenproblem. Dafür gibt es viele, viele Gründe, zum Beispiel, dass eher Wasserverfügbarkeit das Problem als es die Nährstoffverfügbarkeit war. Und also viele verschiedene Probleme. Und ein weiterer Punkt, den ich immer auch sehr wichtig finde, auch oft nicht beachtet, ist der, dass die Subventionen, wenn sie denn dann bei Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ankamen, oft für eine soziale Differenzierung vor Ort gesorgt haben. Sprich, die benachteiligsten Bauern und Bäuerinnen sind oft nicht erreicht worden, wohingegen die Bauern und Bäuerinnen, die vielleicht sowieso schon bevorteilt waren, von Düngemittelsubventionen profitiert haben und sich hier dann im Vergleich eben noch wesentlich besser stellen konnten. Das ist auch so ein bisschen eine Ungleichheitsproblematik auf der Mikroebene, die hier tatsächlich gefördert wurde durch diese Subventionen. Was sind nun die Effekte dieser letzten Subventionswelle auf die Düngemittelindustrie? Darauf gehen wir im Besonderen ein in der Studie. Wir tun das vor allem hier mit dieser schematischen Grafik, die auch sehr stark auf meiner eigenen Feldforschung basiert. Was wir hier sehen, sind im Endeffekt zwei wesentliche Organisationen von Lieferketten auf afrikanischen Düngemittelmärkten. Links in diesem Magenta dargestellt sehen Sie die klassische Düngemittelkette, die marktbasierte Lieferkette. Das heißt, wir haben hier sehr viele einzelne Unternehmen, Akteure, die Düngemittel auf dem Weltmarkt importieren, dann über verschiedene Akteure im Land verteilen, dann über Einzelhändler und Händlerinnen an Kleinbauern, Bäuerinnen oder auch kommerzielle Großfarmen verkaufen. Dieses marktbasierte Lieferkettenmodell ist vor allem durch privat-öffentliche Partnerschaften und Subventionen in den letzten Jahren in starker Konkurrenz mit der vertikal integrierten Lieferkette. Das heißt, hier sind in den letzten Jahren multinationale Düngemittelkonzerne wirklich in die Länder reingegangen, in die Märkte reingegangen, haben nicht mehr nur noch die Länder beliefert und den Rest abgegeben, sondern das Ziel war eben hier wirklich von der Fabrik, zum Beispiel im globalen Norden, bis hin zur Farm des Bauern oder der Bäuerin, die Lieferkette zu kontrollieren und auch überwachen zu können. Wir sprechen da auch von einer vertikalen Monopolisierung von Lieferketten, die hier stattgefunden hat. Solche vertikal integrierten Lieferketten dienen multinationalen Agrarkonzernen zunächst der Direktvermarktung, aber sie unterstützen eben dabei auch die Vermittlung von vor allem konventionellen, inputintensiven Agrarpraktiken auf der Ebene von Landwirten und Landwirtinnen. Das heißt, Partnerschaften mit staatlichen Agrarberaterinnen, Entwicklungsorganisationen und auch lokalen Eliten unterstützen hier die vertikale Monopolisierung von Lieferketten über wirklich Projekte, die dann letztlich auch auf Dorfebene vor Ort ganz massiv stattfinden. Dies schafft vor allem erstmal einen erheblichen Wettbewerbsvorteil innerhalb der Industrie, nämlich gegenüber der lokalen Düngemittelindustrie. Das wäre wieder die marktbasierte Lieferkette, die eben zunehmend marginalisiert wird hier. Das heißt, an diesem Punkt wieder ein Zwischenfazit. Die teuren Subventionen für Düngemittel sind in Afrika historisch bereits zweimal gescheitert. Multinationale Düngemittelkonzerne sind die großen Profiteure der letzten Subventionswelle gewesen. Und Düngemittelkonzerne haben heute deshalb zunehmend Marktmacht, auch bis tief in afrikanische Märkte hinein. Und sie nehmen dabei unter anderem auch Einfluss auf landwirtschaftliche Politik, Entwicklung und so weiter und so fort, indem sie eben formen, welche landwirtschaftlichen Modelle hier als am wichtigsten angesehen werden. Das Kapitel, mit dem wir dann auf die aktuelle globale Preiskrise eingehen, thematisiert nun die Folgen auf afrikanischen Endmärkten, wobei das teilweise auch noch sehr vorläufige Ergebnisse sind. Wir befinden uns hier ja größtenteils auf der Südhalbkugel, also die wirkliche Anbausaison fängt jetzt bald erst an und dann stellt sich erst wirklich die Frage, wie das überhaupt aussieht mit den Düngemittelbelieferungen.
Grundsätzlich können wir sagen, und hier habe ich nochmal die Grafik aus der Studie hervorgehoben, da muss man hier auf die letzten 2 Jahre gucken, wir hatten bereits starke Preisanstiege für Düngemittel im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Krise. Es gab hier strategische Exportstopps von russischer wie auch von chinesischer Seite, um die heimische Landwirtschaft zu schützen, dementsprechend weniger Düngemittel auf dem Weltmarkt überhaupt vorhanden. Und zu der Zeit dachte man eigentlich noch, nun ja, die Preise werden sich wohl schnell wieder erholen, sobald die Lieferketten wieder angelaufen sind und dann sollte eigentlich alles wieder beim Alten sein. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erleben wir nun aber wirklich eine Preisexplosion und unter Experten und Expertinnen zunehmend auch wenig Hoffnung auf eine mittelfristige Erholung dieser Preise. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass sich wesentlich höhere Düngemittelpreise hier verstetigen werden. Aus deutscher Sicht kennen wir das Thema vor allem auch beim Erdgas beispielsweise. Also es geht wirklich jetzt darum, ganze Industrien umzuorganisieren. Dementsprechend zunehmend dominant sind eben akute Befürchtungen einer in der Tat mehrjährigen Ernährungskrise. Das ist nicht ein kleiner Schock, sondern es stellen sich hier wirklich große neue Zerwürfnisse potenziell auf, die man ernst nehmen sollte, denke ich. Afrikanische Märkte sind dabei sehr stark von Sanktionen russischer, aber auch belarussischer Exporte betroffen. Das sehen Sie hier in der Grafik rechts an der Seite, also der Anteil russischer, hier sind nur die russischen Importe, in Afrika ist bei Düngemitteln vergleichsweise hoch im Vergleich zu anderen großen Agrarregionen. Und des Weiteren ist hier eben auch die relative Kaufkraft afrikanischer Bauern und Bäuerinnen relativ gering, wieder im Vergleich zu anderen Agrarregionen. Was bedeutet, das Risiko einer sogenannten Nachfragezerstörung ist sehr hoch. Sprich, das Risiko, dass Bauern und Bäuerinnen sagen, okay, wir können schlichtweg keine Dünger dieses Jahr kaufen, wir können sie uns nicht leisten, ist akut. Infolgedessen sind trotz weiterhin vergleichsweise geringer Düngemittelnutzung afrikanische Landwirte und Landwirtinnen für diese Krise besonders exponiert. Was ist die Rolle der Düngemittelindustrie in der Krise? Lena hat es bereits angekündigt. Wir stellen die blanken Daten erstmal in unserer Studie vor. Und zwar sind das die Quartalsgewinne im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Und man sieht hier bei den größten 5 Düngemittelkonzernen letztlich teilweise eine Verdopplung, aber bis zu eine Versiebzigfachung der Quartalsgewinne hier im Falle Yaras. Das heißt, Düngemittelkonzerne sind wieder die großen Krisengewinner. Und ich sage hier explizit wieder, so wie wir es auch in der Studie betonen, bereits 2007, 2008 war die Düngemittelindustrie ein Riesenkrisengewinner, vor allem eben aufgrund dieser oligopolistischen Strukturen in der Industrie. Da gibt es auch Studien zu, die das relativ gut für die letzte Ernährungskrise nachvollziehen können. Wir kennen es aus der deutschen Debatte zur Mineralölsteuer oder zu den Mineralölpreisen im Moment ganz gut. Eine relativ schnelle Reaktion, und das war zunächst auch meine erste Reaktion, war natürlich die Forderung oder die Überlegung, ob jetzt Subventionen angebracht werden. Aber was diese Zahlen ganz klar zeigen, ist, dass Subventionen hier drohen, Konzerngewinne eher hochzutreiben, ohne dass Bäuerinnen und Konsumentinnen erreicht werden. Also das ist eine sehr aktuelle Debatte, glaube ich, die geführt werden muss. Und Lena wird da gleich nochmal drauf eingehen. Das heißt, das Zwischenfazit an dieser Stelle, und das ist letztlich auch das Fazit meines Teils hier, ist, dass die afrikanische Landwirte und Landwirtinnen neuen geopolitischen Risiken, vor allem bei einer höheren Abhängigkeit von synthetischen Düngemitteln, in höherem Maße auch ausgesetzt sind. Forderungen, wie sie aktuell der Fall sind für neue Düngemittelsubventionen, sind zunächst mit Skepsis zu begegnen. Wir sehen, dass diese Abhängigkeit von wenigen Düngemittelkonzernen eben das Risiko
erhöht, dass akut betroffene Landwirte, Landwirtinnen, Konsumenten, Konsumentinnen eben überhaupt nicht erreicht werden von diesen Subventionen, sondern dass stattdessen einfach nur eine Subventionsspirale stattfinden kann. Langfristig vertiefen Subventionen zudem systemische Risiken, das wissen wir aus der letzten Krise und den Reaktionen darauf, und sie verhindern vor allem Alternativen. Und damit gebe ich ab. Ja, ganz vielen Dank, Gideon, für diesen sehr guten Überblick, ich finde, über unsere gemeinsame Studie. Ich gebe jetzt weiter an Lena, meine Kollegin Lena Bassermann, die nochmal näher vorstellen wird, welche Forderungen wir an die Politik aus diesen Analysen abgeleitet haben in unserer Studie. Und im Anschluss wird dann Audrey Darko aus Ghana zugeschaltet, uns noch erzählen, was denn auch Alternativen sein könnten, ganz konkret, um diese Abhängigkeiten von synthetischen Düngemitteln zu reduzieren. Ich nutze kurz hier die Zwischenzeit, wenn es um das Folienteilen geht, um nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr als Zuhörer, Zuhörerinnen eingeladen seid, auch jetzt gerne schon Fragen über das Fragen- und Antwort-Tool hier in Zoom zu stellen. Könnt ihr jederzeit machen. Ich denke, gerade jetzt zu Gideons Teil wird es sicher viele Möglichkeiten für interessante Fragen geben. Stellt die gerne schon, wir werden die dann später sammeln und an Gideon und Audrey dann weiterrichten. Super, jetzt gebe ich weiter an Lena. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Lena und vielen Dank an Gideon für die Vorstellung der Ergebnisse. Ich möchte jetzt abschließend noch mal kurz auf die Forderungen eingehen, die Sie eben in der Studie auch finden am Ende und so ein bisschen ableiten, was wir uns adressieren an politische Entscheidungsträgerinnen und natürlich an die Bundesregierung. Insgesamt kommt der Report zu dem Ergebnis, dass die Abhängigkeiten, also diese strukturellen Abhängigkeiten der Landwirtschaft von fossiler Energie und synthetischen Düngemitteln eben dringend reduziert werden muss. Und wir sehen dieses Fazit auch jetzt nochmal stark bestätigt, eigentlich auch durch den aktuellen Bericht der FAO, also den Bericht, der jährlich die Hungerzahlen rausbringt, der gestern veröffentlicht wurde. Lena hat das ja eingangs erwähnt, denn auch da wird nochmal stark betont eigentlich, dass eine Preissteigerung oder ein Preisanstieg von fossiler Energie genauso wie ein Anstieg von den Preisen von synthetischen Düngemitteln eben eng damit verknüpft erwartet wird und damit verbunden natürlich eben, dass einfach Nahrungsmittel teurer werden. Und die FAO erkennt eben auch an, dass eine Reduzierung dieser Abhängigkeiten von chemischen Düngemitteln, zum Beispiel durch die Förderung von Zwischenfruchtanbau, durch Fruchtfolgen, durch Leguminosen und so weiter, die Bodengesundheit verbessern kann und eben zu einer Produktion von nährstoffreicheren Nahrungsmitteln dient. Also es wird sowohl die ökologischen Auswirkungen oder positiven Effekte anerkannt, als eben auch wirklich der Beitrag, den es für eine gesunde Ernährung leisten kann. Und ich glaube, das sind nochmal neue Veröffentlichungen, die wir jetzt auch nochmal so in die Ergebnisse, die wir haben aus der Studie, deutlich gestützt sehen sozusagen. Wir haben am Ende des Reports auch unsere Forderungen nochmal deutlich zusammengefasst und sehen aufgrund dessen, was Gideon gerade vorgestellt hat, eine enge Beobachtung von politischer Seite der Preisentwicklung aktuell der Ernährungskrise als ganz dringend notwendig. Dazu zählen eben auch Spekulationsentwicklungen an den Börsen und so weiter, damit eben das ist eine kontinuierliche Analyse zu politischen Entscheidungen und zu politischem Eingreifen geprüft werden kann. Und da schließen sich unsere Forderungen sehr stark auch an das an, was jetzt gerade in Bezug zum Beispiel auf Mineralölkonzerne diskutiert wird. Und wir halten die Prüfung einer Übergewinnsteuer auch für Düngemittelkonzerne für eine Möglichkeit. Und es gibt eben im Düngemittelsegment deutsche Konzerne, es gibt Konzerne wie Yara, die auch Produktionsstätten in Deutschland haben. Und wir denken, das ist hier so eine Abschöpfung der Übergewinne. Absolut sinnvoll wäre, also kurzfristig, denn wir haben gezeigt in der Studie, es handelt sich hier eindeutig um Krisengewinne und das ist aus unserer Sicht nicht richtig und muss abgeführt werden.
Zudem können aber als kurzfristige Maßnahme könnten Preisdeckel auch hier geprüft werden. Das wird ja auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel bei Gaspreisen geprüft oder Preisobergrenzen. Denn die Düngemittelkonzerne sagen sehr deutlich, auch in ihren Quartalsberichten, die Preissteigerungen, die enormen Preise, die sie gerade erzielen können, übersteigen die Kosten für Energie, für Transport, die auch gestiegen sind, bei weitem. Dadurch kommen die Gewinne zustande. Das heißt, viele Konzerne haben ihre Gewinnprognosen schon mehrmals erhöht in diesem Jahr. Und da sagen wir einfach deutlich, das kann nicht sein, dass es hier muss es dringend Eingreifen sozusagen von Regierungsseite notwendig. Denn es führt eben auch dazu, dass Krisenhilfen zum Beispiel für Bäuerinnen und Bauern natürlich auch eine indirekte Subventionierung von Konzernen bedeutet. Das wurde ja eben auch gerade schon dargestellt. Wir befürchten, also es wurde gerade schon angedeutet, wir so als Zivilgesellschaft würden das nochmal ein bisschen deutlicher auch formulieren, haben wirklich Sorge, also wir befürchten wirklich, dass dieses aus der Krise, aus den aktuellen Maßnahmen, die diskutiert wird, also eine Rückkehr zu diesen Blankosubventionen für synthetische Düngemittel entstehen könnte. Und das ja, gilt es aus unserer Sicht absolut zu vermeiden, denn wir haben gesehen, es ist weder ökologisch noch sozial nachhaltig. Und vor allen Dingen für vulnerable Bäuerinnen und Bauern keine Möglichkeit, da nachhaltig die Situation zu verbessern. Und da hoffen, ja, und wir haben gesehen, dass Deutschland das jetzt die Bundesregierung für deutsche Bäuerinnen und Bauern erstmal ausgeschlossen hat. Aber wir befürchten natürlich, dass es trotzdem über Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, über andere Geber und Staaten einen sehr starken Push so als Mittel der Wahl in der Krise haben wird. Und wir sehen das gerade auch für viele Länder des globalen Südens eben sehr kritisch, weil schon während der Corona-Krise sich gezeigt hat, dass viele, viele Haushalte sind extrem verschuldet. Und wenn jetzt so viele Haushaltsmittel noch zusätzlich in diese Subventionen fließen, werden sie eindeutig an anderen Stellen fehlen für soziale Sicherung, für Bildung, für Gesundheit. Und das sehen wir eben sehr, sehr, sehr skeptisch. Aus unserer Sicht wäre daher eine Maßnahme, die wir in der Studie vorschlagen, ist die Errichtung eines Krisenfonds, den wir eben auf multilateraler Ebene angesiedelt sehen bei der FAO und der dazu dienen kann, auch als Krisenintervention sozusagen Alternativen ins Spiel zu bringen, zum Beispiel durch die vergünstigte Abgabe organischer Düngemittel für Bäuerinnen und Bauern, durch eine agrarökologische Beratung. Wir sehen in vielen Ländern, dass die Nachfrage nach Alternativen extrem da ist. Da kann auch eine Chance drin liegen. Und wir denken, dass sich da eben Krisenlösungen jetzt auch dahingehend orientieren müssen, diese Alternativen mitzudenken. Und soziale Sicherung ist da natürlich auch ein Punkt, gerade für sehr stark von Importen abhängigen Staaten. Eine Maßnahme, die aus unserer Sicht unbedingt gestärkt werden muss und mitgedacht werden darf. Genau. Natürlich haben wir uns auch Gedanken über mittelfristige Forderungen gemacht und denken, dass jetzt in der Krise auch eine Chance liegen kann und genutzt werden sollte für eine stärkere, wirkliche Transformation, für eine agrarökologische Transformation globaler Agrar- und Ernährungssysteme. Und Punkte, die wir dazu fordern, ist einmal der Ausstieg aus den grünen Revolutionsprogrammen in der Entwicklungszusammenarbeit. Diese privat-öffentlichen Partnerschaften sind ja bereits angesprochen worden. Wir haben diese Forderungen ja schon lange und ich denke, es ist einfach umfassend belegt und erwiesen, dass die weder nachhaltig noch Einkommenseffekte eintreten, dass es vor allen Dingen im Gegenteil viel häufiger noch zu Verschuldungen kommt von Bäuerinnen und Bauern, die an solchen Programmen teilnehmen. Und dass sie einfach schlicht überhaupt nicht krisenfest sind und nicht in der Lage sind, solche Schocks, wie wir eben sehen, abzufedern. Wir denken, es müsste viel mehr finanziell und natürlich politische Unterstützung für ganzheitliche Systeme, agroökologische Systeme geleistet werden, für die Produktion in geschlossenen Nährstoffkreisläufen und in agroökologische Alternativen gesetzt werden. Dazu gehört unbedingt der Ausbau von agrarökologischen Beratungssystemen zur Wissensweitergabe, auch zu Farmer-to-Farmer-Exchange. Also hier einfach einen stärkeren Ausbau von Beratungsnetzwerken dort
eben auch die entsprechenden finanziellen Mittel zu investieren, damit diese Beratungsleistungen gestärkt werden. Und dann habe ich noch den Punkt, lokale und regionale Vermarktungsnetzwerke zu stärken. Denn auch das, was gerade vorgestellt wurde in der Studienpräsentation, hat ja auch gezeigt, dieser Versuch, der einen sehr starken Push erhalten hat nach der letzten Welternährungskrise 2007, 2008, auch Kleinbäuerinnen und Bauern in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren, durch diese grünen Revolutionsprogramme, ist aus unserer Sicht deutlich gescheitert. Und gerade diese starke Export- und Importabhängigkeiten auf beiden verschiedenen Seiten in der aktuellen Krise zeigen uns sehr stark, wie wichtig es ist, eben da auch lokale und regionale Vermarktung zu stärken und nicht nur Produktion, sondern wirklich auch diese gesamten Vermarktungskreisläufe zu stärken. Genau, und ja, damit gebe ich jetzt erstmal wieder zurück an Lena und würde sie auch unbedingt nochmal ermutigen, ihre Fragen in das Frage- und Antwort-Tool einzutragen. Dankeschön. Genau, stellen Sie sehr gern Fragen. Und als nächstes würde ich Audrey bitten, die Kamera anzumachen. Und ich weiß nicht, ob du eine Präsentation hast, Audrey. Wir würden total gern von dir hören oder von deiner Arbeit hören in Ghana, wie du dort organische Düngemittel herstellst und auch mit Bauern und Bäuerinnen zusammenarbeitest und wie dort die Antworten auf die aktuelle Krise sind. Audrey, kannst du uns hören und kannst du deine Kamera und das Mikro aktivieren oder den Ton aktivieren? Wir hatten... Ja. Ah, Audrey, yes. Ja, ja, bei Deutsch bleiben. Right. All right, I want to share my screen. Okay, ich will meinen Bildschirm teilen. Anmerkung des Dolmetschers, der Sound ist sehr echolastig. Ob es klappt, wissen wir noch nicht. Kannst du auch noch deine Kamera trotzdem anmachen, Audrey, dass wir dich einmal sehen können? Ja, hallo Audrey, schön, dass du da bist. Okay, all right, there we go. Okay, also Entschuldigung vom Dolmetscher, es wird vielleicht nicht viel verdolmetscht werden, weil der Sound nicht gut ist. Es halt ungemein. Kann man mein Bildschirm sehen, sagt sie auf jeden Fall. Hallo? Ja, das sieht sehr gut aus, Audrey. Vielleicht kannst du noch den Vollbildmodus aktivieren. Das wäre super. All right. I start. Bitte. Soll ich beginnen? Okay. Greetings, everyone. Hallo an alle. Ich bin Audrey Darko. Ich bin momentan in Ghana. Ich bin hauptführend zuständig bei Sabon Sake. Wir sind ein regeneriertes Agro-Ökologie-Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf Landwirtschaftsgemeinschaften, um die Landwirtschaft zu verbessern, die Gesundheit des Bodens zu verbessern und Workshops und Schulungen anzubilden für landwirtschaftliche Gemeinschaften, damit sie wachsen können. Entschuldigung, jetzt gibt es gerade große Soundprobleme. Also, um sich auf die Schocks in der Industrie vorbereiten zu können. Ich vertrete hier Landwirtinnen. Ich bin selber Landwirtin. Ich baue an, vor allem grünen Pfeffer, auch Sojabohnen. Und ich vertrete hier auch die Hersteller und Herstellerinnen von organischen Düngemitteln. Jetzt möchte ich also heute kurz ein paar Herausforderungen darstellen für Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Ghana, einem Land im Westen Afrikas. Ich möchte also darstellen, wie schwer wir betroffen sind hier durch die Düngemittelpreise, die über Zeit gestiegen sind. Heute stelle ich also einen Ansatz vor, einen regionalen Ansatz, also als Reaktion, die klimawiderstandsfähig sein soll.
von unten auf. Ich wollte auch kurz sagen, dass über 65% aller Böden in Landen, auf dem Land des subsaharischen Afrikas in schlechtem Zustand sind. Also es gibt nicht mehr ausreichend Nährstoffe in der Erde. Das heißt, dass es erhebliche Auswirkungen dahin geht, wie Lebensmittel angebaut werden, auch was die Preise der Lebensmittel sind. Denn wenn der Boden in schlechtem Zustand ist, kann man nicht die Erträge garantieren, die notwendig sind, um die Nachfrage auf dem Markt befriedigen zu können. Also ein bisschen Kontext jetzt vor allem in Ghana, aber das kann man auch in anderen afrikanischen Ländern ähnlich darstellen, wahrscheinlich im ganzen Kontinent. Ghana liegt im französischsprachigen Raum, also Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Togo, umgeben das Land. Die meisten sprechen Englisch, im Gegensatz zu den Ländern herum. In Ghana sprechen die meisten Englisch. Fast alle Düngemittel, die ins Lande kommen, sind zu fast 100% synthetisch oder chemisch. Abgesehen davon ist es in Ghana so, dass der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Also der Großteil des BIPs in Ghana kommen aus der Landwirtschaft. Das sind also Pflanzen wie Reis, Mais, Cassava und so weiter, die dort angebaut werden. Und die Nuasel gibt es weniger als 2 Hektar Anbaufläche pro Landwirt oder Landwirtin. Also etwa 80% des Düngemittelmarkts wird durch die Regierung subventioniert. Das ist vielleicht nicht so weit gehen, wie es vielleicht vor Jahren noch war. Und aufgrund des Nährstoffmangels haben wir etwa 8 Kilogramm Nährstoffe pro Hektar gehabt vor etwa 10 Jahren und jetzt nur noch 20 Kilogramm, die wir verwenden pro Hektar. Also entschuldige nochmal, wenn der Dolmetscher nicht alles korrekt sagt, der ist schlecht. Der Sound ist wirklich nicht arbeitsfähig. And it's important that, you know, if they are well resourced with soil inputs that allow them to increase their production, it has a huge impact on. Es gibt große Auswirkungen darauf, wie Lebensmittel verteilt werden im ganzen Land. Entschuldigung nochmal, wenn es Lücken gibt bei der Verdolmetschung. Der Ton ist Substandard. Jährlich haben wir etwa 50% an Defizit an Eingangsstoffen. Das ist sehr traurig. Momentan haben sich die Preise für Düngemittel vervierfacht. Vor 2 oder 1 Jahr war es noch so, dass es etwa 25 oder 50 Kilogramm Säcke, die verkauft werden, für 1,50 der örtlichen Währung verkauft wurden. Jetzt ist es aber etwa 4-mal so geworden. Landwirtinnen haben geringe Einkaufskraft im ganzen Lande. Das heißt, sie sind sehr preisempfindlich. Und wie gesagt, sind ja fast 100% der Importe chemische Düngemittel. Und deswegen gibt es keinen Fokus, kein Augenmerk auf die Produktion der Düngemittel im eigenen Lande. Deswegen bauen viele Landwirte, Landwirtinnen entweder ohne die notwendigen Stoffe an oder verwenden jetzt so einen Heimwerkeransatz, wo sie sich was zu Hause zusammenbasteln und im Endeffekt Nährstoffe für den Boden selber zusammenwurzeln. Das Potenzial von Ghana und Afrika liegt momentan beim Ertrag bei etwa von 24%. Haben wir einen Ertrag von 24%. Das Potenzial ist aber größer. Aber wenn man nicht Zugang hat oder die Verfügbarkeit nicht besteht, dieser Nährstoffe für die Böden, dann wird natürlich der Ertrag noch zurückgehen.
was auch noch in Ghana vor allen Dingen der Fall ist, und eine große Herausforderung ist, ist, dass wenn immer Preise von Brennstoffen, Diesel, Benzin zum Beispiel, steigen, steigen die Lebensmittelpreise auch unmittelbar an. Das hat Auswirkungen auf die Preise anderer Waren, ob es nun Lebensmittel oder nicht sind. Entschuldigung, aber vom Dolmetscher müsste noch ein bisschen auf das eigene Gehör achten. Das ist höchst ungesund, was ich hier mit den Ohren mache bei dem Sound. Es gibt starke Nebengeräusche im Raum. Entschuldigung, da ist jemand anders im Raum tätig. Wir können es gerade nicht dolmetschen. Die meisten Subventionen konzentrieren sich auf chemische Produkte. Denn Verbrauch und Verfügbarkeit organischer und im eigenen Lande hergestellter Düngemittel sind sehr niedrig. Das Letzte ist noch die Tatsache, dass der Klimawandel wirklich all dieses verschlimmert hat. Die Problematik der steigenden Düngemittelpreise, abgesehen von den Preissteigerungen, gibt es die Problematik der Dürre. Die meisten Länder auf dem afrikanischen Kontinent hängen vom Regen ab für die Bewässerung in der Landwirtschaft. Es gibt mittlerweile mehr Gebiete, die dürreanfällig sind, nicht nur in Ghana, auch im Norden jetzt. Und das zeigt, dass man den Boden besser unterstützen muss, um weiter Lebensmittel anbauen zu können. Also welche Rolle spielen wir in der Stärkung der Düngemittelmärkte für Landwirte und Landwirte? Es geht um eine Steigerung der Zugänglichkeit und der Verfügbarkeit organischer Düngemittel. Was machen wir bei unserem Ansatz? Wir positionieren uns innerhalb der örtlichen Gemeinschaften von Landwirten und Landwirtinnen. Wir wissen dort, dass es dort Ressourcen gibt, die normalerweise verschwendet werden. Diese Ressourcen möchten wir nutzen und sie in organische Düngemittel umwandeln, die dann dort günstig zur Verfügung gestellt werden können. Und auch häufiger. Momentan verwenden wir Zuckerrohr, was normalerweise verbrannt werden würde oder verrotten würde. Dieses wird umgewandelt mit neuen Technologien und damit stellen wir sogenannten Sabonterra organischen Dünger her. Das sind die Gemeinschaften, die in der Nähe der Produktionsstätte auch wohnen, die das verwenden. Wir haben uns bewusst gemacht, dass wenn man mitten in der Community, in der Gemeinschaft tätig ist, die Landwirte, Landwirtinnen in der Gemeinschaft dann verstehen, was es bedeutet, was notwendig ist, wenn man organische Mittel verwendet, was es Auswirkungen auf den Boden gibt. Denn es geht nicht nur um die Verfügbarkeit von Düngemitteln. Es geht auch darum, was die Auswirkungen der Düngemittel auf den Boden sind und wie lange dieses Ganze anhält. Was Verfügbarkeit betrifft und nachhaltiger Produktion, ist dies nun unser Ansatz. Und das Zweite, was wir tun, wo wir darauf für uns konzentrieren, ist, dass wir also sogenannte regenerative Landwirte, Landwirtinnen in Netzwerken unterstützen. Es geht hier um Aufklärung, um Fortbildung. Es geht hier um Bewusstseinsbildung dahingehend, dass man nicht einfach nur Produkte in den Boden einbringt. Es geht darum, dass man versteht, wie der Boden, das Land nachhaltig verwaltet wird, damit es weniger Dürre gibt und feuchtere, gesündere Böden gibt. So kann man sich also auch dessen bewusst sein, was klimatisch geschieht. Diese beiden Ansätze zusammen verfolgen wir in den landwirtschaftlichen Gemeinschaften in Ghana
um organische Lebensmittelerzeugung auch zu unterstützen. Wir möchten Ihnen die Mittel an die Hand geben, die Sie brauchen, egal was auf dem öffentlichen sozusagen Düngemittelmarkt geschieht. Es geht um Lebensmittel, die qualitativ hochwertig sind und auch hohe Nährwerte haben. Hier haben wir einfach nur ein paar Bilder von uns, wo wir hier das Zuckerrohr umwandeln, mechanisch in diese Düngemittel. Das sind auch einige unserer Produkte. Das ist eine Vorführanlage eines umgebauten landwirtschaftlichen Betriebs, wo die Landwirte sich ansehen können, wie das von A bis Z funktioniert wird. Bei uns ist alles organisch, nichts ist synthetisch und nach wie vor können wir in großen Mengen Gemüse herstellen, die wirklich nährhaft sind, wodurch auch Landwirte und Landwirtinnen ihre Erträge steigern können. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir bei Sabon Sake uns wirklich freuen, dass wir diese Gelegenheit verwenden können. Manche sagen, es ist ein Fluch, was bei den Düngemitteln geschieht. Wir glauben aber, es ist auch eine Gelegenheit ist, dies zu nutzen und mehr Bewusstsein zu schaffen unter Landwirten und Landwirtinnen, wenn man nachhaltiger tätig werden kann und sich um den eigenen Boden kümmert und darum kümmert, was man in den Boden einbringt. Das ist die beste Art und Weise, Ergebnisse zu erhalten. Man hat vielleicht nicht das Geld, um das zu bezahlen, was man früher gekauft hat, Chemikalien zum Beispiel. Jetzt hat man vielleicht die Zeit, zurückzukehren zu einem bewussteren Umgang mit der Umwelt und einem besseren Verständnis des eigenen Bodens und der Artenvielfalt, um nach wie vor anbauen zu können und weiterhin die Produktion steigern zu können. Also ich hatte ein paar Empfehlungen, aber ich glaube, ich habe das eigentlich schon darstellen können bei meinen vorigen Ausführungen. Und ich würde sagen, wir müssen eine örtlichere Produktion mehr unterstützen, die Anbauenden mehr aufklären, ihnen mehr Bewusstsein schaffen zu den nachhaltigen Praktiken, damit wir schnell wegkommen von synthetischen Düngemitteln. Und wir müssen jetzt beginnen, denn was in puncto Klimawandel geschieht, ist sicherlich ein Grund, das zu tun. Und wir müssen auch Netzwerke, Gemeinschaften aufbauen, die wissen, was es heißt, organisch anzubauen und die auch verstehen, was geschieht im Klima und die ermächtigt sind, vor Ort zu produzieren mit ihren eigenen Düngemitteln, um mehr Lebensmittel zu erwirtschaften. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Audrey, für diesen total spannenden Einblick in eure Arbeit und auch für die ja etwas optimistischen, zuversichtlichen Worte. Ich glaube, das ist für uns alle gut, auch immer wieder in der Krise eine Chance zu sehen und ganz konkret darauf zu schauen, welche Alternativen es schon gibt und wie wir diese stärken können. Ich möchte jetzt beginnen mit den Fragen, die hier teilweise schon notiert wurden, die ihr schon gestellt habt als Zuhörer, Zuhörerinnen. Und ich ermutige trotzdem weiter, immer noch Fragen zu notieren in das Fragen- und Antwort-Tool. Und wenn ihr direkt eure Frage richten möchtet an entweder Gideon oder Audrey, könnt ihr das auch gerne dazu schreiben. Dann weiß ich sofort, an wen ich die Frage stellen soll. Ich fange mal mit einer kurzen, konkreten Frage an von Tobias Reichert. Wie ist denn die Verfügbarkeit organischer Düngemittel in Afrika? Audrey hat ja schon ein bisschen erzählt, dass sie die Verfügbarkeit von auch lokal produzierten Düngemitteln steigern wollen in Ghana ganz explizit. Wenn du hierzu noch Zahlen hast, total gerne. Vielleicht hat Gideon aber auch noch Zahlen, Daten aus anderen afrikanischen Ländern, wo du geforscht hast. Wer möchte von euch beginnen? Ach,
einmal kurz die Frage. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, Gideon, bist du noch da? Sehr gut. Also ich kann vielleicht kurz auf die Frage eingehen. Es ist nicht ganz mein Thema. Wie gesagt, ich bin ja immer der Wirtschaftsgeograf, eher hier. Aber es ist so, also die Frage lässt sich erstmal, glaube ich, nicht für den ganzen Kontinent einfach so beantworten. Das wäre, dann würden wir direkt schon in eine komische Richtung uns bewegen, weil der Kontinent ist einfach hinsichtlich seiner Agrarregion extrem diversifiziert. Und es ist vor allem auch eine Frage, reden wir von eher ländlichen oder stadtnahen Räumen? Also in periurbanen Räumen ist tatsächlich ein relativ hohes Potenzial, eben auch städtische Abfälle zu Kompost zu verarbeiten und hier wirklich sehr zirkuläre Nährstoffkreisläufe aufzubauen. Im ländlichen ist das natürlich wesentlich schwieriger und da muss vor allem viel auf den Farmen selbst passieren. Sprich, sowas wie integrierte Agroforstsysteme bieten eben eine Wiederherstellung, zumindest teilweise lokaler Nährstoffkreisläufe, aber auch die Integration beispielsweise von ein paar Kühen oder so auf dem Feld sind Wege dahin. Was man aber sieht, ist, dass vor allem der zunehmende Anbau in Monokulturen von vor allem Mais und Reis, also sehr, sehr nährstoffhungrigen Pflanzen, diese zirkulären Systeme überhaupt nicht mehr beachtet letztlich. Im Gegenteil, teilweise sogar dagegen arbeitet. Also ich würde mich distanzieren von einer generellen Antwort darauf. Es ist nicht so leicht, organische Nährstoffe in Afrika letztlich auf das Feld zu bringen, wie in teilweise anderen klimatischen Zonen, wobei das eben in Afrika auch sehr differenziert ist. Aber es gibt Wege und die werden auf keinen Fall ausgeschöpft. Das ist, glaube ich, vor allem das, worum es geht. Weil solange synthetische Düngemittel so dominant an den Mann und an die Frau gebracht werden, ist es einfach auch sehr verlockend, diese sehr einfache Technologie immer wieder auf den Boden drauf zu kippen letztlich. Um es ein bisschen plakativ zu sagen. Audrey, möchtest du noch etwas ergänzen zu der Frage, zu der Verfügbarkeit von organischen Düngemitteln? I hope I got the question right. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, was die Verfügbarkeit von organischen Düngemitteln angeht. Also in Ghana, da arbeite ich ja. Da ist es sehr niedrig. Es gibt einige Firmen, die jetzt gerade entstehen, die organische Düngemittel herstellen und die Verfügbarkeit soll gesteigert werden. Aber was derzeit passiert, weil die Produktion nicht auf Höhe der Kapazität ist, aber es einen Bedarf daran gibt bei den LandwirtInnen, öffnet das die Türen für eben den Import von Düngemitteln. Also die Verfügbarkeit von organischen Düngemitteln, da gibt es schon Fortschritte in den letzten Jahren, aber um das zu steigern, muss man sich eben die Gemeinschaften anschauen. Und importierte Düngemittel sind meistens billiger als die lokal produzierten und besonders in Ghana sind die Preise explosionsartig gestiegen und die Dolmetscherin entschuldigt sich, der Ton ist wirklich suboptimal und was organische Düngemittel angeht, ich denke, um die Verfügbarkeit zu steigern, brauchen wir lokale PartnerInnen, die dann vor Ort in den Communities arbeiten und auch Netzwerke haben, um das dort zu produzieren und das konsequenter. Super, vielen Dank. Also ich würde festhalten, das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft für organische Düngemittel in Afrika. Ich würde gerne eine spannende Frage noch vorlesen von David Lösche zur Nutzung von menschlichen Exkrementen als Düngemittel. Da ist die Frage, wird dieser Aspekt in der Diskussion ausreichend berücksichtigt, beziehungsweise erlangen Ansätze des Recyclings menschlicher Fäkalien genügend Aufmerksamkeit in der Debatte um Alternativen zu synthetisch hergestellten Düngemitteln?
Gideon oder Audrey oder ihr beiden, habt ihr dazu eine, ja, was sind eure Gedanken dazu? Ich kann kurz was dazu sagen. Also erstmal ist, glaube ich, die Düngung in der Landwirtschaft mit menschlichen Experimenten relativ problematisch, eben wegen Übertragung verschiedener Krankheiten. Und man braucht da bestimmte Verfahren und das wird eben oft eher ausgeschlossen. Also man bevorzugt da natürlich tierische Exkremente, aber vor allem mit Blick auf immer weniger Phosphatvorkommen und immer schlechterem Zugang zu Phosphat, vor allem wenn es um phosphathaltigen Dünger geht, kommt eben das Thema jetzt auch zunehmend auf, dass man da eigentlich immer noch in ganz frühen Innovationsphasen ist, um dieses Potenzial überhaupt heben zu können. Aber das ist nichts, was wirklich stattfindet im Moment meines Wissens nach, jetzt mal auf Kenia, Tansania, Sambia oder so schauend. Ja, genau. Audrey, hast du damit Erfahrungen? Not personally, but nein, I know. Ich persönlich nicht, aber ich kenne einige Firmen in Ghana, die organische Düngemittel herstellen und die mit menschlichen Exkrementen experimentiert haben bei der Produktion von organischen Düngemitteln. Sie haben einige Tests durchgeführt und einige haben gut funktioniert nach den Berichten. Aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung. Das ist kein Material, das häufig verwendet wird in Ghana oder überhaupt in Subsahara-Afrika. Okay, vielen Dank. Ich kann mir auch selber sehr gut vorstellen, dass da zumindest in Deutschland und der EU sehr viele Hygieneregularien dem entgegenstehen. Ich mache noch weiter mit einer nächsten Frage. Ich übersetze kurz von Englisch auf Deutsch. Welche Ackerpflanzen werden denn hauptsächlich mit organischen und mit anorganischen, also synthetischen Düngemitteln gedüngt? Sind das dieselben Pflanzen oder eignen sich, so verstehe ich die Frage, bestimmte Pflanzen besser für die organische Düngung und andere Pflanzen besser für die synthetische Düngung? Unterscheidet sich das auch regional? Ist es auch wiederum nicht spezifiziert? Vielleicht magst du anfangen, Audrey. Sorry, Lena, can you take that again? Entschuldigung, sorry. Lena, kannst du das nochmal sagen? Welche Ackerpflanzen, welche Crops werden vor allem mit synthetischen Düngemitteln und welche werden mit organischen Düngemitteln gedüngt? Sind es dieselben Pflanzen oder eignen sich eben bestimmte Pflanzen besser für die organische oder für die anorganische Düngung? Gemerkt habe in vielen Communities ist, dass sie organische Düngemittel in der Vorbereitungsphase nutzen. Sie tragen das erst auf dem Land auf und dann tragen sie später die synthetischen auf für Pflanzen wie Mais, Reis, Okra. Und das gibt es auch bei anderen Pflanzen wie Paprika oder so ähnlich. Aber organische Düngemittel können für beide verwendet sein. Synthetische, da weiß ich, dass es bei Reis verwendet wird und so weiter. Dankeschön. Du noch eine Ergänzung, Gideon? Ja, vielleicht ganz knapp. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Paradoxon hier. Also so Grundnahrungsmittel wie Mais, Reis brauchen sehr, sehr viel, meistens synthetische Düngemittel, die wirklich breitflächig dann aufgetragen werden von Bauern und Bäuerinnen. Aber das sind eben auch die Anbauprodukte, die kaum oder nur sehr schlecht vermarktet werden können. Das heißt, man investiert sehr, sehr viel in die Felder und kriegt relativ wenig raus und auch nur mit sehr hohem Risiko was raus.
wesentlich weniger Nährstoffe braucht man interessanterweise dann aber teilweise für wesentlich hochwertigere Produkte, wie eben ja verschiedene Gemüsearten oder so. Audrey hat es bereits erwähnt. Das heißt, hier besteht eigentlich so ein interessanter Interessenskonflikt. Wir können bei Gemüse, bei hochwertigen Anbauprodukten teilweise sehr gut organische Dünger nutzen, was ja irgendwie auch unterstützenswert ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben Maisfelder, wo massiv viel synthetische Düngemittel drauf aufgetragen werden, die aber eben sehr teuer sind. Und das erzeugt auf den Farmen teilweise so ganz komische Dynamiken und nicht zuletzt eben auch Interessenskonflikte hier wieder, wenn jetzt Agrarberater und Beraterinnen globaler Düngemittelkonzerne vor Ort sind, weil die haben natürlich vor allem Interesse an Abnahmesteigerungen hier. Das heißt, die gehen sehr stark auf Mais, auf Reis und so weiter und so fort drauf, aber sprechen viel weniger über zum Beispiel eben, ja, Gemüseprodukte oder so, die man eben auch sehr gut mit organischen Düngern düngen kann. Ganz vielen Dank, sehr spannend. Es gab noch eine Frage im Chat und zwar, die bezieht sich auf die Forderungen, die Lena, meine Kollegin Lena Wassermann, vorhin vorgestellt hat, warum dieser Fonds, den wir vorschlagen, bei der FAO angedockt werden soll, also der Fonds zur Unterstützung etwa zur Ausgabe von organischen Düngemitteln, zur vergünstigten Ausgabe und nicht beim IFAD, also Internationalen Fonds für ländliche Entwicklung, der laut Clemens van de Sand, der diese Frage gestellt hat, viel mehr Erfahrungen und Strukturen für Entwicklungsprogramme aufweist. In dem Fall würde ich Lena noch einmal fragen. Kannst du dazu etwas sagen? Na, also ich glaube, wir haben da vor allen Dingen an die FAO gedacht, aufgrund des starken Engagements, das die gezeigt haben im Bereich Agrarökologie in den letzten Jahren und der Vorkenntnisse. Und es gibt ja auch diese Scaling Up Agroecology Initiative, die in verschiedenen Ländern schon umgesetzt wird und gerade in Westafrika stark. Von daher haben wir hier starke Andockungspunkte gesehen, eben weil dieser Ansatz zumindest in Teilen der FAO bekannt und auch mit Beschluss ja auch von der FAO unterstützt wird. Genau, aber ich glaube, dass das natürlich nicht ausschließt, dass man dann in der Kooperation mit anderen rohbasierten Organisationen natürlich überlegen könnte. Super, vielen Dank, Lena. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten hätte ich auch noch viele Fragen an Gideon und Audrey. Ich hatte noch gesehen, ganz am Anfang ging es um die Frage, welchen Einfluss der Food System Summit der Vereinten Nationen, der letztes Jahr stattfand, auf die aufgezeigten Trends hat. Ich weiß nicht, Gideon und Audrey, ob ihr euch mit diesem Food System Summit im vergangenen Jahr näher befasst habt. Ich nehme an, es ging um die aufgezeigten Trends, was jetzt die Welternährungskrise allgemein angeht. So, ich vermute fast, ihr von INCOTA seid fast die besseren Ansprechpartnerinnen hier, aber es gab natürlich eine riesige Kontroverse um den Food System Summit, insofern, dass eben relativ populär eben auch diskutiert wurde, welche Interessensgruppen hier überhaupt am Verhandlungstisch sitzen, welche Stimmen gehört und welche Stimmen nicht gehört werden. Also es gibt auch hier im Endeffekt die politische Ränkespiele darum, welche Agrarsysteme überhaupt Ohren finden letztlich oder eine Stimme bekommen. Aber vielleicht könnt ihr es besser. Ja, Lena, magst du noch ergänzen? Ja, ich kann dazu ein paar Sätze sagen. Ich glaube, wir haben bei dem UN Food Systems Summit gesehen, wie wirklich viele dieser Akteure, die auch jetzt in unserer Studie und in der Präsentation gezeigt wurden, wie Yara und wie verschiedene philanthropische Stiftungen, wie die Rockefeller Stiftung und so weiter, eben zentrale Rollen gespielt haben in dem Summit. Und wie sie natürlich in den verschiedenen Allianzen, die auch daraus hervorgegangen sind, auch da eben natürlich eine Rolle einnehmen, um ihre Ansätze durchzusetzen, zu verbreiten, um private, öffentliche Partnerschaften voranzutreiben. Und das ist eben genau das passiert, was wir eben stark kritisieren. Es gab ja auch am Ende des
Summits, es gab kein konkretes, also das Ergebnis des Summits sind ja diese Initiativen letztlich gewesen, wo dann doch wieder so jeder seine eigenen Interessen verfolgt und gerade dieses global koordinierte Vorgehen und eine wirkliche politische Antwort auf verschiedene Herausforderungen koordiniert zwischen Staaten hat eben nicht stattgefunden. Und und ich glaube gerade natürlich die Akteure, die sehr am Erhalt des Systems interessiert sind, aufgrund ihres Geschäftsmodells, waren eben sehr starke Treiber hinter dem Summit, was natürlich Veränderungen einfach blockiert oder nicht möglich macht. Danke, Lena. Ja, vielleicht stelle ich noch abschließend eine Frage an euch beide, Gideon und Audrey. Mich würde sehr interessieren, vielleicht an Gideon, wie du die aktuelle Debatte hier in Deutschland und auch unter den G7-Staaten zur aktuellen Krise, zur Preiskrise, Ernährungskrise gerade bewertest und auch mit Hinblick auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf den afrikanischen Kontinent und ob du denkst, dass die Probleme eines fossilen Ernährungssystems da hinreichend erkannt werden und auch adressiert werden. Und Audrey, von dir würde mir auch total interessieren, wie deine Perspektive jetzt auf die Politik in vor allem der G7 ist oder wie andererseits die Regierung in Ghana aktuell reagiert auf diese großen Krisen. Gideon, vielleicht magst du ankommen und dann anfangen und dann betrachten wir noch die Audreys Perspektive. Ja, sehr gerne. Was ja auch sehr medial vertreten war zum G7-Gipfel, ist natürlich erstmal die sehr bedauernswerte Beobachtung, dass das Thema Klimawandel, Klimakrise so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken schien. Also vor allem Kanzler Scholz hat das so ein bisschen zur Seite geschoben, weil nun scheinbar erstmal dringlichere Probleme vorlagen. Und das ist natürlich erstmal generell, glaube ich, ein Problem für eine nachhaltigere Gestaltung von Ernährungssystemen. Zudem, was sich eben auch so ein bisschen abzeichnet, und die G7 selbst als Organisation steht ja auch so ein bisschen oder beschreibt es ja schon selbst, ist natürlich die Gefahr, dass jetzt protektionistische Maßnahmen, die vor allem auf G7-Mitgliedstaaten ausgerichtet sind, letztlich Nachteile für vor allem den globalen Süden bedeuten. Also beispielsweise, wenn wir jetzt in Europa Subventionen stark hochfahren für Düngemittel ganz konkret, beispielsweise in den USA wird es auch diskutiert, dann bedeutet das natürlich, dass wir insgesamt diese hohen Preise letztlich stabilisieren. Und dann werden afrikanische Regierungen mit höher oder hochverschuldeten Haushalten zusätzlich unter Druck eigentlich gesetzt. Also es geht hier wirklich um auch letztlich eine solidarische Lösung, die gefunden werden muss und die Rückkopplungseffekte vor allem, glaube ich, müssen hier unbedingt bedacht werden und es darf nicht zu sehr in so protektionistische Maßnahmen verfallen. Das wäre so meine grundsätzliche Beobachtung. So Krisen sind leider immer sehr, sehr gefährlich, dass genau das eben passiert. Vielen Dank für die Einschätzung, Gideon. Audrey, wie bewertest du die Debatte unter den G7, was du davon mitbekommst und wie wird in Ghana auf die aktuellen Krisen, auch speziell in Bezug auf die Preiskrise bei Düngemitteln, reagiert? Okay. I think when it comes to, ich glaube, was die Lebensmittel- oder Ernährungskrise betrifft, Entschuldigung, jetzt macht wieder jemand Raum hinten im Raum Lärm, jemand anders ist da drin. Hören gerade nichts. Es gibt aus meiner Warte kein großes Gefühl der Dringlichkeit, die Dringlichkeit, diese hohen Lebensmittel anzugehen, die hohen Lebenspreise anzugehen und auch den Vertrieb anzugehen. Da gibt es nicht ein großes Dringlichkeitsgefühl. Wenn die politische Landschaft sich die Krise mal ansehen würde als etwas, was alle Menschen betrifft, wo man sagt, wir haben ein Recht auf gesunde Lebensmittel und wenn man da nicht Zugang hat, dann werden die Menschenrechte nicht gewährleistet,
Wenn das der Ansatz wäre, dann würde man mit mehr Tempo an die Thematik angehen, mit mehr Ressourcen, mit mehr Bedachtsamkeit. Aber ehrlich gesagt sehe ich das leider nicht. Die Regierung in Ghana, da weiß ich auch, dass sie arbeiten, in den letzten paar Jahren gearbeitet haben mit den Subventionsprogrammen für Düngemittel. Also sie versuchen was, aber es ist auf jeden Fall nicht reichweitend. Momentan, wo die Preise für Nicht-Lebensmittelwaren steigen, und da merkt man, dass Subventionen von Düngemitteln irgendwie rückläufig sind. Das heißt, es ist schwierig für Ghana, das einheitlich zu machen und Landwirte und Landwirtinnen in allen Regionen zu unterstützen bei Eingangsstoffen. Ich würde sagen, momentan ist es so, dass die Regierungen oder auf einer gewissen hierarchischen Ebene die Menschen das nicht alleine tun können. Es muss Zusammenarbeit geben. Da muss man wirklich hartnäckig arbeiten und sagen, wir schauen uns den Privatsektor an, Partnerschaften oder diejenigen, die schon vor Ort sind, die schon etwas tun, damit wir diese Bemühungen insgesamt von A bis Z verbreiten oder verstärken können. Das sehe ich nicht überall, da die Krise sich wirklich verschärft. Und jetzt, wo es schlimmer wird, hoffen wir, dass vielleicht mehr noch dazustoßen und wir zusammenarbeiten können, mehr beteiligt sind. Das ist kritisch und wir müssen alle etwas tun. Ganz herzlichen Dank, Audrey. Ich glaube, damit hast du schon ganz eine wunderbare Ableitung zu meinen Schlussworten gemacht. Vielen Dank für diese sehr, sehr stimmige Zusammenfassung. Ich glaube, die Diskussion heute hat insgesamt gezeigt, es braucht unbedingt global koordinierte Antworten auf diese Krise. Es muss erstmal die Dringlichkeit dieser Welternährungskrise erkannt werden. Und wenn wir wirklich eine grundlegende Transformation des Ernährungssystems wollen und die angehen wollen, und wie du auch sagtest, Audrey, es gibt jetzt auch eine Chance in dieser Krise, diese Transformation voranzutreiben, dann kommen wir nicht drum rum, die Rolle auch von synthetischen Düngemitteln genauer zu betrachten und auch das Mantra der Düngemittelindustrie, dass eben die synthetischen Düngemittel unverzichtbar sind für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung, das kritisch zu hinterfragen. Und wie auch Gideon gerade noch einmal sagte, die Klimakrise darf dabei nicht unter den Tisch fallen. Es muss gelingen, die verschiedenen Krisen, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Preiskrise und Ernährungskrise gemeinsam zu betrachten und eben in Abstimmung, in Zusammenarbeit da strukturelle Lösungen, strukturelle Antworten zu finden. Keine leichten Fragen. Ich freue mich auf viele weitere spannende Diskussionen. Ich hoffe, dass wir mit unserer INCOTA-Studie hier einen Beitrag zu dieser Debatte geleistet haben. Ist auch noch einmal der Hinweis, weil die Frage vorhin noch mal im Chat kam, wir werden die Studie auch noch auf Englisch veröffentlichen. Vorerst ist sie auf Deutsch im Webshop von INCOTA verfügbar. Wahrscheinlich wird der Link gleich von meiner Kollegin noch einmal geteilt hier. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie die Studie lesen, weiter verbreiten. Und ich möchte mich jetzt vor allem ganz herzlich bedanken bei Gideon Tups, bei meiner Kollegin Lena Wassermann und bei Audrey S. Darko. Toll, dass ihr alle dabei wart, eure Einschätzungen geteilt habt, eure spannenden Inputs geteilt habt. Und vielen Dank auch euch und Ihnen allen für das Zuhören und für die spannenden Fragen. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend.